Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute, Körper. Ja, der Körper ist der Tempel, Sie leben in Ihrem Körper. Es ist die einzige Chance, sich von A nach B zu bewegen. Ohne Körper hätten wir keine Chance, man nennt das auch unser Vehikel. Was tun Sie dafür? Was machen Sie, dass es Ihnen gut geht, dass es Ihrem Körper gut geht, dass Ihr Körper lange, lange, lange fit bleibt? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Sie ein spezielles Programm haben. Die meisten Menschen machen gar nichts für Ihren Körper. Die meisten Menschen wachen immer erst dann auf, wenn der Körper krank ist, wenn der Körper nicht mehr kann, dann ist der Aufschrei riesengroß. Dann versucht man ganz, ganz schnell in die Veränderung zu gehen. Und das ist schade. Wie sagt der Pfarrer Kneipp so schön, mache jeden Tag was für deine Gesundheit. Dein Körper wird es dir danken. Und wenn ich jeden Tag was für seine Gesundheit mache, wird eines Tages sehr, sehr viel Zeit haben für seine Krankheiten. Ist das nicht grausam? Ist das nicht unendlich schrecklich? Wir haben sie in der Hand, egal wie sie sind. Machen Sie was für Ihren Körper. Bewegen Sie sich an der frischen Luft. Schwimmen Sie, machen Sie Yoga, machen Sie Vitalentspannung, lassen Sie sich regelmäßig massieren. Alles Dinge, die den Körper beweglich und geschmeidig halten, Massagen lösen, die Blockaden, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir brauchen einfach keine Ablagerung. Schwimmen befreit in der Leichtigkeit, gehen Sie regelmäßig ins Thermalwasser. Das tut unendlich gut. Lassen Sie sich Fußmassagen geben, Kopfmassagen. Letzten Endes alles Dinge, die Ihren Körper fit machen, und wenn Sie möchten, dann machen Sie auch ein spezielles Training, gehen Sie ins Fitnessstudio oder haben Sie einen Crosstrainer zu Hause. Aber wichtig ist einfach, bewegen Sie sich, denn wer rastet, der rostet, das ist einfach so. Und es gibt nichts Fataleres als ein Körper, der einfach im Laufe der Zeit immer steifer wird, der einfach nicht mehr richtig funktioniert, wo das Leben dann mühsam wird. Heutzutage leben wir natürlich in der Ersatzteilmedizin, ist was kaputt, wird es einfach ausgetauscht. Ob das so sinnvoll ist, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist doch besser, wenn man vorbeugen ist, doch besser als heilen. In diesem Sinne, passen Sie ganz, ganz gut auf Ihren Körper auf. Herzlichst, Ihr Ernst Kramerich.